In der letzten Folge hörten Sie: Willkommen zur letzten Folge Ibs on Air. Irgendwas von letzte Folge habe ich da gehört. Auf Wiederschauen, auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Aber wozu sollen die Leute uns dann auch schreiben, wenn es angeblich die letzte Folge sei? Ja, da sagt man dann immer so persönliche Gründe oder sowas, bla bla bla. Ibs on Air stirbt mit Florian. Ibs on Air wird so nicht mehr existieren. Ja gut, das war's dann wohl mit Ibs on Air, also macht's gut. Ciao. Und jetzt geht's weiter. Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Ja, herzlich willkommen beim Zugfunk. Ihr hört unsere Nullnummer. Was ist eine Nullnummer? Eine Nullnummer ist die Folge vor der ersten Folge, in der wir kurz erzählen, um was es hier im Podcast geht. Und vor allem stellen sich auch die Mitglieder des Podcasts vor. Ja, das wäre dann wohl ich, der Philipp. Ich bin frische, junge, 19 Jahre alt und bin Lokführer bei der S-Bahn. Da kommen wir noch zu unserem, naja, neuesten Mitglied, gell? Naja, gut, was heißt neu, ne? Wir fangen ja jetzt quasi neu an, deswegen gibt's ja so gesehen kein neues Mitglied. Aber ich bin der Lukas, bin 21 Jahre alt, wohne in Köln. Ich mache eine Ausbildung zum Lokführer beim Fernverkehr in Köln, bin im zweiten Lehrjahr und habe vorher an der Fachhochschule Aachen Schienenfahrzeugtechnik studiert, allerdings nur ein Jahr, und habe mich dann aber entschieden, doch Lokführer zu werden. Ja, aber es gibt ja noch einen dritten, den habt ihr auch gerade eben schon mal gehört. Ja, ich bin der Markus. Ich war der Gründer des Vorgängerpodcasts Ibs on Air, den ihr bestimmt alle schon ganz fleißig gehört habt. Ich bin Lokführer bei DB Regio Bayern, bin also Regio-Lokführer. Ich bin seit einigen Monaten auch Fahrausbilder und es ist nicht mein erster Job. Ich habe vorher schon mal was anderes gemacht. Ich war Informatiker und bringe daher so ein bisschen Technikaffinität mit. Und aus dieser Technikaffinität ist quasi auch der erste Podcast entstanden. Und was erwartet euch hier beim Zugfunk? Wer Ibs on Air kennt, für den gibt's keine großen Überraschungen. Zugfunk wird sich da ganz ähnlich anhören. Wir berichten aus unserem Arbeitsalltag, was wir tagtäglich so erleben, die ein oder andere Störung. Außerdem gibt es noch Erklärungen rund um die Technik der Eisenbahn. Dann gibt's noch unsere Presseecke, also alles das, was so gerade Thema in der Presse ist. Und ganz wichtig ist uns natürlich auch euer Feedback. Das sammeln wir in jeder Folge zusammen, was da so reingekommen ist, und beantworten vor allem eure Fragen. Genau. Und in der ersten Folge, die dann demnächst erscheinen wird, geht es um das Thema RKAS. Also es ist ein System vom DLR. Und der Markus und ich waren zu Besuch beim DLR und haben da ein Interview geführt mit den Entwicklern, die uns dann in aller Ausführlichkeit die Technik des Systems erklärt haben. Ja, also ihr könnt euch auf eine sehr spannende Folge freuen. Und bis dahin, wenn ihr schon Fragen habt, dann erreicht ihr uns natürlich auch auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Auf Facebook und YouTube braucht ihr nur nach Zugfunk suchen. Auf Twitter findet ihr uns unter die Zugfunker. Und auch im Internet unter zugfunk-podcast.de. Und wenn ihr schon Abonnenten von Ibs on Air wart, dann solltet ihr ganz automatisch überall die neuen Kanäle haben. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme, alles umzubenennen. Dann war das unsere Folge vor der ersten Folge. Wir freuen uns auf ganz viele neue Folgen. Zugfunk. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.